Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Rabea, unabhängige Demonstratorin für Stampin' Up, für Österreich und für Deutschland. Und wir wollen heute wieder basteln. Und zwar habe ich heute so einen bunten Mix für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, ich kann es nicht lassen, aus der Celebration, sie ist ja jetzt nun aktuell, da werden wir wieder mit dem Set Federn voller Fantasie arbeiten, mit dem Papier. Es ist traumhaft schön. Ihr könnt das gratis bekommen ab einem Bestellwert von 60 Euro und ich werde mir das auf jeden Fall noch ein zweites Mal sichern, weil man damit einfach richtig, richtig schöne Karten basteln kann. Hier habt ihr auch zum Beispiel noch ein paar Beispiele und. Und ja, ich habe gedacht, wir werden auch noch mal was aus dem alten Katalog benutzen und was aus dem neuen. Und zwar haben wir hier in dem neuen Mini-Katalog, da habe ich euch eine Katalogtour gezeigt und auf Seite 65 seht ihr hier oben diesen 3D-Prägefolder. Der kommt da überhaupt gar nicht so zum Vorschein, dieses kleine Mini-Eckchen da oben. Aber ihr könnt damit richtig tolle Karten zaubern und damit werden wir nämlich heute auch arbeiten. Und was ich mir noch gedacht habe, wenn wir schon dabei sind, auch alte Sachen zu benutzen, habe ich hier einmal dieses Set. Da werden wir einmal mit der Stanze arbeiten. Diese 2/3/8 Stanze, die werden wir benutzen. Dann habe ich mir gedacht, dieses Set habe ich ja schon ewig und habe wirklich noch nicht viel damit gemacht. Und bei diesem Set habe ich mit euch eine Karte gebastelt und ich habe noch ein paar Blüten über. Und es passt perfekt, weil sie sind auch in Fräsienlila. Also, ich habe hier gestempelt mit Weiß, einfach auf Fräsienlila. Und hier einfach mit Fräsienlila gestempelt auf Weiß. Und dazu gibt es tatsächlich, ich glaube, das habe ich hier auch für euch markiert irgendwo, damit ich es leichter finde oder auch nicht. Da, genau, diese passende Handstanze. Und da ich immer so ein bisschen faul bin und hier sind, seht ihr die Blüten ja, die ist auch perfekt angeordnet. Das heißt, ihr braucht einfach nur stempeln, Blatt da reinmachen und ausstanzen. Hier seht ihr das nochmal. Also die sind genau darauf zugeschnitten. Also einfacher geht es gar nicht. Und aus dem neuen Mini-Katalog, da muss ich mal ganz kurz schauen. Genau. Und zwar in dem Mini-Katalog, Quatsch, in der Celebration, da findet ihr auch dieses Gratis-Set und dieses Blümchen könnt ihr nämlich auch mit der Handstanze ausstanzen. Richtig gut. Also man kann es immer wieder verwenden. Ihr seht es auch tatsächlich hier oben. Passt dazu. Also ja, schaut mal rein. Also die Sachen kann man immer, immer wieder verwenden. Es ist immer nicht nur für dieses Projekt, sondern man kann es wirklich überall anwenden. Und was hatte ich hier noch markiert? Ach so, vielleicht nehmen wir noch einen Spruch aus diesem Set, berührende Botschaften. Da weiß ich aber noch nicht. Da werden wir mal schauen. Also ich würde sagen, wir legen erstmal los. Ich habe ja hier jetzt diesen Embossing-Folder. Diesen wunder, wunder, wunderschön. Und den werde ich mir einmal durch die Stanzmaschine jagen. So, ich habe mir das jetzt eben ein bisschen ausgerichtet, habt ihr ja gesehen. Und hier habt ihr jetzt euren wunderschönen Hintergrund. Den werden wir auch gleich zerstören. So, den packe ich erstmal zur Seite. Dann nehmt ihr euch ein Schmierpapier. Die Blümchen können mal weg. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen das Lagunenblau. Oh, ihr seht, ne? Habe ich noch nicht benutzt. Einen, wie heißen die Dinger, diese Schwämme, und färben uns das einfach einmal ein, dieses Blümchen. Ihr seht schon, mit nur so ein bisschen könnt ihr euch die Farben richtig, richtig schön auf euren 3D-Prägefolder aufbringen. So, ich habe gedacht, wir machen einmal eine grüne Blume. Und weil wir ja mit Fräsienlila arbeiten, nehmen wir auch gleich noch das Fräsienlila dazu. Und da werde ich dieses Blümchen einfach mal nehmen und einfärben.
kleinen Blumen nochmal mit. Wir werden uns das ja eh gleich ein bisschen zerstören, diesen wunderschönen Hintergrund. Und dann nehme ich nochmal ein bisschen Grün und mache hier die Blümchen nochmal ein bisschen grün. So, und das macht ihr dann so lange, bis ihr sagt, ja, gefällt mir. So, und jetzt ist meine Idee. Die können wieder zu. Jetzt nehmen wir uns nämlich die Kreisstanze einmal. Also diese 2/3-Achtel-Stanze, da bin ich. Und stanzen uns das einfach mal aus. Und das Gelande auch. So haben wir schon mal zwei Kreise mit diesen richtig schicken Blumen. Ich kann es ja nur immer wieder sagen. Gut, das kann eigentlich weg. Und dann habe ich mir gedacht, wir haben es ja wieder, ne? Oh, unser Papier. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mache, aber ich denke, ich werde hier so ein paar Vögelchen ausschneiden. Ich habe hier noch von unserem letzten Projekt, nämlich diese Karte, da habe ich einen Ast ausgeschnitten. Das finde ich ihn gerade gar nicht wieder, aber es macht nichts. Genau, das Papier möchte ich mit euch benutzen. Ja, wo ist er denn? Doch, das ist dieses Papier, genau. Da habe ich dieses Papier genommen und habe halt hier diesen Ast rausgeschnitten. Und das hier ist quasi das Restproduktstück. Wie ihr seht, das kann man auch immer noch benutzen. Das habe ich schon mal zurechtgeschnitten, weiß ich aber noch nicht, ob wir es nehmen. Ja, dann würde ich sagen, kürzen wir uns jetzt erstmal dieses Papier ein. So, das heißt, ihr nehmt euch einmal euren Papierschneider. Ach, so viel brauche ich gar nicht. Legt es richtig rum hin. Und dann kürzt ihr euch das ein. Ich will ja, dass es hochkant ist. Also müsst ihr das Papier auch so hinlegen, dass es jetzt hochkant ist. Auf 9,5. Und in der Länge kürzen wir uns das ein bei 13,85. So, das ist das Stück, was wir brauchen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken erstmal, wie das überhaupt drauf aussieht, wenn wir das uns so ein bisschen anlegen oder raufsetzen. Oh, das mit dem Lila gefällt mir aber sehr gut. Gut, schauen wir mal. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall Fräsienlila im Hintergrund. So, ihr braucht einfach nochmal Fräsienlila für den Hintergrund und das hat 14,35 × 10, das hatte ich noch. Und jetzt überlegt, wenn man hier die Blümchen, die noch so raufklebt, passt es irgendwie nicht so ganz. Okay, das ist Babyrosa, das passt nicht, aber ich finde, so optimal passt es nicht dazu. Das war halt so mein Ding, wo ich gedacht habe, oh schön, ich habe sie noch. Nee, wir switchen einfach mal um. Ich meine, wir haben ja noch die 3D-Prägeform. Und dieses Blümchen da oben, das werden wir uns jetzt nochmal prägen. Ihr nehmt euch einfach ein Stück weißen Farbkarton, legt den hier auf euer Blümchen rauf. Wenn ihr das zuklappt, seht ihr ja, dass ihr dieses Blümchen komplett und mit Weiß unterlegt habt und jagt es nochmal durch die Stanzmaschine. Und dann sieht das Ganze so aus. Und das färben wir uns jetzt auch noch mal schnell ein. Nehmt euch wieder euer Fräsienlila. Dann geht ihr hier einfach wieder mit eurem Pinsel rüber. So wie es euch gefällt. Das kann wieder weg. Und dann schneiden wir uns dieses Blümchen einfach aus. Und dann sieht das Ganze so aus und es ist total süß und ich habe mir gedacht, ich mache gleich mal drei davon. So, und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt erstmal die Karte zusammen und gucken dann nochmal nach dem Spruch. Ich werde jetzt hier einfach so ein bisschen was erhöhen erstmal mit Foamtape.
Ihr wisst ja, ich mag das ganz gerne. Und zwar werde ich den sowieso erhöhen. Dann nehme ich hier mal diese langen Streifen. So, und das können wir uns jetzt auch schon aufsetzen auf unseren Kartenaufleger hier, auf die Fräsienlila. Ja, wenn ihr Fragen zu Stampin' Up! Produkten habt oder zu der Celebration, fragt mich einfach, schreibt mich an, ich bin für euch da, helfe ich euch auch durch. Oder wenn ihr einsteigen wollt als Demonstrator, da könnt ihr echt sparen, könnt ihr mich auch einfach anschreiben. So, jetzt kleben wir uns das hier einfach erstmal rauf. So. Gut, und nun würde ich sagen, müssen wir mal schauen, wie wir uns das hier anordnen. Und zwar werde ich diese auch erhöhen. Da werde ich jetzt aber einfach mit diesem Tape das machen. Das passt ganz gut hier in die Mitte rein. Kleben wir uns das schon mal zusammen. Zumindest gleich. Ich ziehe erstmal die Schutzfolie ab und dann gucke ich das nochmal, wie das aussieht mit dem Vogel, den wir da haben. Klebe ich jetzt einfach erstmal hier fest. Hier kommt der Vogel dann so rüber. So, dann haben wir das schon mal so. Das werde ich jetzt eben einmal mit den Dimensionals, das sind sie nicht. Hier sind die Dimensionals, die großen und die kleinen. Da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen schauen. Genau hier unter passt einer, weil das ja schon erhöht ist. Mal halt gucken, wo wir keinen hinkleben müssen, zum Beispiel auf den Vogel nicht, aber hier unter die Blätter und hier unten nochmal, da kann auch was hin. Da oben unter die Blätter habe ich gesagt. Und dann setzt ihr euch das einfach so rauf. Hier steht es jetzt ab. Da werden wir gleich nochmal mit Flüssigkleber arbeiten. So, ihr nehmt dann nochmal euren Flüssigkleber und dann macht ihr hier einfach, wenn ihr das möchtet, ein bisschen Flüssigkleber unter. Legt euren Acrylwirk drauf und dann kann es erstmal trocknen. Die machen wir später. Die legen wir gar nicht so weit weg. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Und zwar brauchen wir noch einen Spruch. Ich habe mir jetzt rausgesucht, ich denke an dich, aus berührende Botschaften und habe mir auch schon die passende Stanze rausgesucht. Und hier habt ihr halt echt ein Set mit ganz, ganz vielen richtig schönen Stanzen und Sprüchen. Und ich mag das ja ganz gerne, wenn die Sprüche auch so ausgestanzt sind. Ja, und da werden wir uns jetzt dieses Ich denke an dich draus nehmen. Das ist einmal meine Stempelreiniger. Dann braucht ihr euer Stempel- und Präpariermatte. Ein Stück weißen Farbkarton. Ein Stempelkissen wäre nicht schlecht. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal schwarz. Da ist jetzt hier das Memento-Kissen. Den habe ich auch noch nicht benutzt. Bin gespannt. Ich hoffe, es funktioniert. Tja. Und es sieht richtig, richtig schick aus. Das kann wieder weg.
Stempel wieder sauber machen. Keine Rückstände. So, und nun werde ich mir das eben einmal mit der Stanzform ausstanzen. Und das werde ich einmal eben machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also so sieht der Spruch jetzt aus. Ich habe ihn mir auch noch mal mit Foamtape erhöht. Das sollte jetzt längst trocken sein und den klebe ich mir schon mal hier oben auf. Und dann müssen wir hier noch unsere hübschen Blümchen gleich verarbeiten. Den Spruch setze ich mir einfach hier oben in die Ecke, so wie ich das eben auch schon gemacht habe. Und nun werde ich mir jetzt hier irgendwie so die Blümchen drauf drapieren. Ich finde, das sieht schon mal richtig gut aus. Da das ja jetzt hier mit Foamtape erhöht ist oder mit diesem Dimensionals, müssen wir hier unter die Blümchen auch noch mal welche kleben. Ich glaube, da kommen wir mit den großen hin. Ja, das passt. Und hier unten würde auch ein großer hinpassen. Ein bisschen tiefer kleben und auch da noch mal Flüssigkleber drauf, weil ich ihn eben abgezogen habe. Und dann sieht das doch so schon mal ganz nett aus. Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Grundkarte und ich würde sagen, ein paar Glitzersteinchen werden wir gleich auch noch verarbeiten. Setzt ihr euch hier schon mal so rauf. Dann habe ich hier noch diese schönen Glitzersteinchen und da ich ein bisschen tatterig bin mit meinen Fingern, werde ich jetzt mal hier meinen Aufhebhelfer nehmen. Dafür ist er nämlich auch da. Dann kann man sich hier in die Blüten, ja, das ist die richtige Größe, den pupel ich noch mal ab. Den werde ich noch mal anderweitig festkleben. Und dann kommen hier in die Blüten noch ein paar Glitzersteine. Obwohl, vielleicht, den habe ich ja gerade abgepult. Jetzt will er nicht. Ja, haben wir den doch auch noch gleich verarbeitet. Ja. Also ich würde sagen, das ist die Karte für heute mit den Celebration-Artikeln und ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas ist, meldet euch einfach bei mir. Ihr findet alles unterhalb dieses Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr in mein Team kommt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.